Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe hier aus dem Hyatt Place in Frankfurt. Hatte auch schon heute zwei nette Gespräche am Flughafen. Das Beste war bei McDonald's, hab mir McRib reingezogen. Also, Themen, die ich frisch gepresst habe für euch, die ich jetzt mache. Und ich hoffe, dass das mit dem Upload klappt, weil die Geschwindigkeiten hier sind echt eine Katastrophe. Erstes Thema, Lufthansa ITA. Anscheinend hat man Brüssel gegenüber neue Zugeständnisse gemacht. Jo. Carsten Spohr macht auch kein Geheimnis draus. Also Carsten S. aus M. Ich muss ja mit meiner eigenen Nomenklatura kongruent sein. Heißt also, Carsten S. aus M. hat seinem Ziel, Air India gegenüber da eine Art Joint Venture, so wie es über den Atlantik eins gibt, haben sie einen Schritt zu diesem Joint Venture getan. Ja, gibt Zukunft. Dann haben wir weiter Zukunft eigentlich nicht für die 1601 Bundeswehrjet ist leider weggeflogen und wird verschrottet. Lufthansa Technik hat die Bude ja gekauft. Wir haben dann für alle Freunde von Hilton, ja, ich weiß, ich bin ein Hyatt, hätte ich vielleicht für morgen im Hilton machen sollen. Auf jeden Fall gibt es ein neues Joint Venture mit Caravan und so weiter. Ist etwas verstörend, als ich auf die Preise schaute, weil eigentlich habe ich es gemocht. Aber bleibt da mal gespannt, was es da noch gibt. Und ich habe noch ein Thema, und zwar die A321 XLR. Erstauslieferung geht ja jetzt an Iberia, an die Spanier. Ziele sind bekannt gegeben worden und es sind auch noch mehr Ziele, die angeflogen werden sollen. Also man ist bei Iberia richtig Knallgas am Geben in Bezug auf die XLR und was man damit macht. Ihr könnt jetzt Gas geben und den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren oder aber auch vielleicht zum Stammtisch heute nach Frankfurt kommen. Aber es ist eigentlich fast schon spät, weil wenn ihr es seht, sind wir fast besoffen. Nein, wir trinken hier keinen Alkohol. Ich werde für Spargel essen. Spargel ist Zeit jetzt. Also, bevor ich euch weiter verwirre, könnt ihr nur einfach abonnieren, die Glocke machen, Like da lassen, kommentieren. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Das erste Thema, was wir hier haben, das ist das Thema Lufthansa und ITA. Das ist ja ein Akt in, ich weiß nicht, in wie viel Akten das Ganze ist. Und man hat ja verschiedenste Angebote gemacht. Man hat in den ATE Slots abgegeben oder zumindest Bereitschaft bekundet. Man hat andere Dinge gemacht und man hat gesagt, an die Langstrecke geht man nicht ran. Jetzt soll es wohl so sein, dass man der EU angeboten hat, Kapazitätsgarantien halt zu geben. Das war das eine. Und das andere ist, dass man die ITA aus dem Atlantic Joint Venture raushält. Heißt also, dass es dadurch, dass es nicht im Joint Venture fliegt, da auch dann keine Teilung gibt. Das wird nachher auch noch mit Air India spannend. Die Joint Venture-Geschichte, wie so etwas funktioniert, da werde ich dann noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und die EU reicht es nicht, das Ganze so zu tun. Und Carsten S. aus M. hat hier auch gesagt, dass er es sehr schwer seinen Aktionären vermitteln könnte, wenn man da weitere Zugeständnisse machen würde. Aber anscheinend ist da noch so viel Marge, dass er sagt, das lohnt sich. Und wenn man hört, dass er die aus dem Joint Venture raushält, weil das ist ja eigentlich das, was ich glaube, für jede Fluggesellschaft natürlich das Ganze noch mal etwas spannender macht und Kapazitätsgarantien. Die Frage ist, wie belastbar ist sowas? Und ich glaube auch, dass man im Hinterkopf hat, dass man so etwas dann nachher hinten raus wieder rausverhandeln kann und guckt, wer dann in Brüssel der Veranstaltungsleiter ist. Deshalb kann ich da schon verstehen, dass man da jetzt irgendwelche Nägel mit Köpfen machen möchte, die dann aber auch Bestand haben. Weil ich habe immer so das Gefühl, dass viele Dinge entschieden werden und dann sagt man, ja, vielleicht diskutieren wir das nochmal. Man sieht das ja auch immer so in meinen Augen an irgendwelchen Straßenbauprojekten oder anderen Bauprojekten der Bundesregierung oder von staatlichen Akteuren, wo dann auf einmal dann gesagt wird, ja, wir haben das Ding ja sowieso und so viele Milliarden, aber sorry, Preise teuer geworden, zack, 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 zack. Alles, was in der Privatwirtschaft nicht möglich wäre, wird dann beim Staat nochmal gesagt, ja, ja, dann müsst ihr Geld geben. Und das ist vielleicht auch das, was hier bei der Hansa vielleicht im Hinterkopf schwingt, dass man das nachverhandeln kann. Das sind meine Vermutungen, ich weiß es nicht. Ihr könnt euch hier unten ja nochmal verewigen in der Kommentarspalte und da mal schauen, was ihr davon haltet und wie ihr dazu steht, ob ihr das auch als mögliche Szenario seht, ob das einfach etwas ist, was man, ja, sagt,
Da hat er nicht ganz falsch gedacht, der Lasemann. Das nächste Thema ist auch Joint Venture-lastig, das ist Air India. Und zwar Lufthansa möchte ja mit Air India ein Dreieck machen. Und jetzt fragt man sich, Dreieck, wie soll das denn funktionieren mit Indien? Wo ist das Dreieck? Und zwar ist es so, dass man halt jetzt im Prinzip von Lufthansa aus die Flüge München-Frankfurt nach Indien, nach Delhi bringen möchte und dann von Delhi aus weiter Australien und so weiter. Und das wäre dann halt so im Prinzip so eine Art Dreieck, wenn man ehrlich ist. Und damit dem Golf gegenüber Paroli bietet. Ihr könnt natürlich jetzt da sagen, will ich Air India fliegen? Ich finde schon. Air India jetzt unter Tata wird besser. Die haben neue Flugzeuge. Man hat da also sehr viel getan. Man hat auch nicht mehr die 747, die man in England dort wartet, glaube ich, die dann mit Opferlamm und so weiter war. Also insofern hat man dann dort ein Thema. Und es gibt jetzt auch demnächst die Lufthansa-Buchungsmöglichkeiten auf Lufthansa-Code von Delhi weiter nach Australien zu kommen. Und ist das für euch etwas, wo ihr sagt, das ist doch meine Überlegung wert, dann fliege ich doch einfach von das geht ja gar nicht. Man muss ja von Frankfurt oder München fliegen. Also insofern weiß ich nicht, ob das vielleicht wirklich so eine große Beeinträchtigung ist für die anderen Fluggesellschaften. Weil wenn man guckt, Qatar Airways, Emirates und wie sie alle heißen, die fliegen ja von Hamburg, von Berlin, Katafal zum Beispiel, Düsseldorf, nach Dubai, nach Doha und dann weiter nach Australien oder sogar nach Neuseeland. Und das ist dann angenehmer. Von Deutschland aus müsste man, wenn man nicht in München oder in Frankfurt wohnt, auch nochmal fliegen. Das heißt, also man würde dann fliegen Hamburg, Frankfurt oder München und dann nach Delhi und dann weiter. Und dann ist die Frage, möchte man das oder ist das nicht vielleicht angenehmer, wenn man mit Emirates fliegt? Aber da seid ihr wieder gefragt, was eure Meinung dazu ist. Man hofft ja auch, dass man noch die United mit reinkriegt, dass man da die Verkehrsströme aus Indien in Richtung Westen auch dann natürlich einmal über die Lufthansa abdeckt und dann, was halt weitergeht, dann auch nochmal mit der United abdeckt, um dann quasi ein Viereck zu haben. Und das wäre dann natürlich sehr powerful. Und da möchte man auch dann eine Art Joint Venture machen. Und das Joint Venture, was es jetzt zum Beispiel gibt, ist es ja, dass man die Transatlantikstreifen mit dem Joint Venture A++, wie es heißt, hat. Und zwar mit United Air Canada. Und man hat All Nippon und Air China und Singapur hat man nach Fernost ja das Joint Venture. Heißt also, man hat damit nicht nur, dass man die Kapazitäten untereinander aufteilt, sondern auch die Verluste und die Gewinne. Also das heißt, ob ihr jetzt mit United fliegt über den Pont oder ihr fliegt mit Lufthansa, ist egal, das geht alles in den Topf und wird dann gebrüderlich, schwesterlich geteilt, brüderlich geteilt oder schwesterlich beschissen. Egal wie, also da gibt es eine Regelung, das möchte man dann mit Air India auch irgendwann mal hinbekommen und da ein Joint Venture wirklich durchziehen. Und dieses Joint Venture kommt halt in greifbare Nähe dadurch, wenn man schon die ersten Codeshares so macht. Und mit United wäre es auch interessant. Und jetzt merkt ihr, warum die ITA eigentlich da auch reingehören würde aus Lufthansa-Sicht, weil man damit natürlich noch etwas mehr Macht hätte. Aber nun gut, das soll wohl anscheinend nicht so sein. Hier bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Und ich habe auch die Frage des Tages zu diesen beiden Themen gemacht. Und zwar, wie findet ihr die Achse mit Air India nach Australien? Ist das eine Alternative? Und müssen die Gulf Airlines besorgt sein aus eurer Sicht? Oder sagt ihr, nein, das interessiert mich alles nicht. Also da solltet ihr was schreiben. Auch natürlich zu dem Thema mit der Lufthansa im Bezug auf die Langstrecke mit der ITA. Macht es da in irgendwelcher Art und Weise ein Thema auf, dass sie nicht in dem Joint Venture sind? Also hier von euch nochmal natürlich eine klare Analyse und eine klare Meinung. Das würde mich mal interessieren. Oder ob ihr das sagt, ist mir egal. So wie ich mit vielen Leuten auch heute wieder ein Gespräch hatte. Sie sagten, ich war Senator, aber ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich fliege jetzt da, wo Business Class am billigsten ist. So viel unterscheidet sich das Ganze nicht. Und ja. Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben eine Ex-Regierungsmaschine und zwar ist das die 1601. Und die 1601, die ist auf dem Weg zum Schlachter.
sage ich jetzt mal ganz kokett. Der Ex-Regierungsflieger, der ja in Abu Dhabi mit seinen Landeklappen für Probleme gesorgt hat, und unser Annalena Baerbock, Außenministerin feministische Außenpolitik, sie hat was mit Völkerrecht gemacht, zur Weißglut gebracht hat. Dieser Flieger wird jetzt wirklich zerlegt und die Lufthansa hat das auch deshalb gekauft. Der Flieger war ja von 2011 bis 2023 regelmäßig unterwegs, um Mitglieder der Bundesregierung, mehr, mal weniger zuverlässig, durch die Welt zu kutschieren. Und von Köln-Bonn aus ist er jetzt da ins Spanische gebracht worden, nach Teruel, glaube ich. Ja, genau. Und dort wird Tarmac Aerosafe das Flugzeug dann natürlich zerlegen. Die Ersatzteile, und das ist das, warum die Lufthansa-Technik den gekauft hat, werden aus dem Flieger rausgeholt. War ja auch irgendwie mal bei der Lufthansa-Technik und so weiter. Ihr wisst schon, also man kennt den Flieger. Und hat da jetzt dann Ersatzteilgeschäft gemacht. Und leider gibt es davon wahrscheinlich nichts im World Shop zu kaufen. Das wäre schade. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das Flugzeug mit der Seriennummer 274 Teruel mit seinen 25 Jahren auf dem Buckel nicht mehr verlassen wird. Und das, so wie haben die anderen geschrieben, sein irdisches Dasein, wenn man beim Flugzeug von irdischem Dasein sprechen kann, beenden wird. Also quasi seinen letzten Atemzug nimmt. Gut, das war Dramatik. Und dann ist es so, man hat noch die 1002, die ist ja auch irgendwie weg. Die ist ja in Kalifornien, glaube ich, in der Wüste irgendwo geparkt. Da weiß man ja auch nicht, was die Zukunft bringt. Und die 1003 ist noch zum Kabinenumbau bei der Hansa. Ich weiß nicht, was man damit macht. Zumal man bei der Bundesregierung ja jetzt auf 350er gesetzt hat. Aber die Ersatzteile für die 340er sind natürlich noch heiß begehrt, weil viele Fluggesellschaften diese haben. Jetzt geht es um die Iberia. Und die Iberia hat unbenommen wohl eine Pole Position bekommen für die 321 XLR von Airbus, wenn sie geht. Und sie sollten 2023 kommen, aber die kommen jetzt erstmal nicht. 14 Stück wurden gekauft damals. Davon waren 8 für die Aer Lingus und 8 waren für die Iberia und 6 für die Aer Lingus. Und die Aer Lingus haben halt, ich würde mal sagen, Fußball, sag mal, haben wir verkackt, weil sie da halt anscheinend den Mutterkonzern IAG verärgert haben mit den hohen Abschlüssen. Ihr seht, Lufthansa hat ja eine ähnliche Strategie mit der 787 gefahren, deshalb ist der erste Flieger ja weiß. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass das Flugzeug kommt und der Traum in Dublin ist wahrscheinlich ein Albtraum oder ein Traum, der sich halt nicht manifestiert. Jetzt wollt ihr aber wissen, wo Iberia als erstes hinfliegt. Natürlich an die Ostküste, ganz klar. Da sind Boston und Washington ganz weit vorne für dieses Flugzeug. Ist auch bei dieser, bei der 321er kein Problem. Und jetzt kommt es, dass es gibt so ein spanisches Wirtschaftsblatt, das nennt sich Chino Diaz. Die sagen, dass man in Madrid auch noch andere Ziele avisiert, logischerweise. Und die Ziele, die sie haben, ich zitiere, sind Atlanta, Orlando, Charleston, Philadelphia, Salvador und Natal. Und Natal und Salvador sind ja Brasilien. Also das heißt, man hat nicht nur Nordamerika, sondern hat auch Südamerika schon auf der Agenda stehen. Und wir müssen uns wirklich damit anfreunden, da 550 Bestellungen für die 321 XLR da sind. Es gibt noch ein bisschen Probleme mit der Zulassung. Eventuell werden die FAA nicht diesen Tank zulassen aufgrund von Interventionen mit Boeing. Das würde dann die Reichweite etwas kastrieren, was ich auch spannend finde. Und wenn man die Reichweite von 8700 Kilometer mit dem geringen Spritverbrauch hat und natürlich auch mit den geringeren Betriebskosten, dann machen auch kleinere Flughäfen Sinn. SAS hat es mit der LR nicht geschafft, von, ich glaube, Stavanger war es oder sowas, da auch dann nach Nordamerika zu fliegen. Diese Strecke hat sich nicht amortisiert. Aber es können dann wieder solche Strecken geflogen werden. Und wenn man überlegt, diese 550, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, Flugzeuge fliegen werden, dann werden wir vielleicht mehr solche Flüge sehen und uns auch daran erfreuen müssen, dass wir in solchen Flugzeugen fliegen, die halt nicht ganz so mit der Cabin Pressurization hip und hop und top sind. Also hier von euch
auch noch mal gerne eine Stellung zur XLR und wie ihr die Ziele findet. Und ob ihr sagt, dass dieses Flugzeug, die LR, die XLR, für Eurowings vielleicht das interessantere Produkt sind. Ich finde schon, dass das für so eine Ferienfluggesellschaft, die Eurowings oder die Disco, die Eurowings und die Discover Airlines, man darf ja nicht Eurowings Discover sagen, also dass für diese beiden bei der Lufthansa-Gruppe das Flugzeug vielleicht doch interessant wäre. Und da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Aber für mich ist es wirklich wichtig, dass dort eine Business Class drin ist, die auch live flat ist, so dass man halt nicht das Gefühl hat, dass man halt einfach auf dem Campingstuhl sitzt, wie bei Lufthansa, in einer Dreierreihe, wo der Mittelsatz einfach frei bleibt. Und das sind so meine Gedanken zu dem Flugzeug, wo ich hier gerade abgelenkt werde vom Fluglärm draußen. 15:48, die Sendung wurde wieder länger, als ich dachte. Ich wollte aus Effizienzgründen, damit ich nicht so lange hochladen muss, kürzer werden. Aber es ist halt einfach so, ich habe ein Thema noch, was ich aus dem Themenwelt Meilenpunkte Status bringen will. Und das ist mir so ein Punktethema. Und zwar, wer von euch ist ein Freund von Camping oder Glamping, dem Luxusversion? Ich persönlich finde Glamping, Camping interessant. Ich finde die Idee zu zelten, ich finde sowas cool. Ich muss nicht immer ein Hotel haben, ich muss nicht immer 5 Sterne haben, ich muss nicht immer Sauna, Spa haben. Und da hatte ich mir überlegt, auch mal so durch die Amerika zu fahren und solche Sachen. Und jetzt hat Hilton ja eine Partnerschaft mit Autocamp Property. Und da ist es so, dass man dort quasi interessante Sachen bekommen kann. Und zwar jetzt, ich sage euch das mal, ich zeige euch das sogar, wenn ich das nicht nur sage, sondern auch zeige. Und zwar hier, da haben wir es. Und da seht ihr schon, worum es geht. Ihr kommt nicht in das Haus, ihr kommt in den Camper hier auf der linken Seite. Und da gibt es Lighthouses und Lobster Rods. Das ist das erste Property, und zwar ist das das Autocamp Cod in Massachusetts. Und da gibt es dann halt dieses Ding, und da kann man dann halt wirklich kostenlos parken, kostet Wi-Fi, kein Smoking. Man kann auch sein Auto elektrisch aufladen, hat ein Restaurant und es gibt tierfreundliche Geschichten. Und dann seht ihr jetzt schon mal die Accommodation. Es gibt also mehrere Accommodation-Formen, also Übernachtungsformen. Das ist einmal dieser Airstream. Man sieht halt, dass das wirklich so ein Campingplatz ist. Ist eher so ein fester Campingplatz, weil man sieht, der Airstream, der kann rausgezogen werden, wird er wahrscheinlich aber nicht, weil er ja in dem Busch drin steckt. Dann geht es weiter. Warte, hier muss ich drauf klicken. Da kann man dann natürlich in der Premium Cabin übernachten oder aber in einem Luxuszelt. So, und ihr seht halt auch, ihr habt ein privates Feuer. Es gibt aber trotzdem noch Verpflegung mit einem richtig coolen Programm und Natur, also sehr naturnah. Man sieht hier auch, wenn man diese Landschaft sieht, ich zoome mal ein bisschen raus, da seht ihr auch, dass das landschaftlich sehr, sehr gut gelegen ist und interessant. Nicht weit weg von Nantucket. Also insofern doch relativ spannend. Wobei mir dann der Atem wegblieb. Ich habe mal so geguckt, da kostet dieser Premium Airstream $502 pro Nacht. Der Luxury Tent kostet 319. Krass, oder? Und wenn man jetzt da drauf geht, dann kann man ja mal gucken, was da so alles im Detail mit dabei ist. Dann seht ihr halt wirklich, dass ihr Checkout schon um 10 Uhr habt und Check-in erst um 4 Uhr. Und das ist natürlich eine krasse Geschichte. Die finde ich natürlich dann wesentlich uncooler. Wer auf sowas steht, finde ich schon cool. Aber ich finde 500 Öcken dafür, finde ich schon krass. Jetzt seid ihr gefragt, ob das für euch etwas ist. Und warum ich euch das vorgestellt habe, ist, weil es mit Hilton Honors da Punkte gibt. Ich habe jetzt die Funktion nicht gefunden, dass man mit Punkten bezahlen kann. Also man kann schon, aber nicht als reinen Punktestay. Ich bin nämlich kein Freund von Cash and Points, weil da der Value zu schlecht ist. Aber ich habe das Vergnügen und den Gedanken, dass das anscheinend doch kein billig Ding ist. Und dann finde ich das zu teuer für das, was man geboten kriegt. Für den Preis möchte ich schon eine Sauna und ein Spa und alles haben. Also das schon. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren. Und bei Sorgen, Nöten oder Fragen, ich muss auf die Nummer warten, ich habe hier keine Lampe hier da, wieder hinweisen. Und da könnt ihr dann eure
Sorgen, Ängste und Nöte loswerden. Und natürlich auch, wenn ihr nicht wisst, wie ihr FQTTV eingebt, dann gebe ich euch einfach mein Telefon. Und dann seht ihr ja, wenn ihr die Nummer wählt, da seht ihr da unten so Buchstaben drauf. Und dann müsstet ihr halt für das F die 3 nehmen und dann für das Q die 7 und so weiter und so fort. So könnt ihr das wählen. Also ihr merkt euch einfach 323 80 FQTTV. Das ist es. Ich freue mich und bis heute Abend zum Stammtisch und Spargel. Abspannen, wo ist er? Da ist er. Ich danke euch. Also bis dann, ciao. Thank you.